Alles klar, Leute, willkommen zurück zu Reshef. Oder Yu-Gi-Oh! Reshef der Zerstörer und mein Stuhl knackt. Das finde ich nicht gut. Wir waren beim Bahnhof von Domino letztes Mal und steigen jetzt mal ein. Oder? Der Duell Express. Moment, eine ägyptische Ausstellung. Du bist beim Duellturnier sehr überlaufen. Steigt bitte gesittet ein. Alles klar. So, können wir dann los? Der Zug fährt zur ägyptischen Ausstellung. Er fährt bald ab. Warum steigt ihr nicht in den? Liefert euch Duelle. Alles klar. Mit dir? Nee. Na, dann müssen wir mal loslegen, wa? Komm, dann baut das Duell Express. Wir fahren kurz ab. Hier verbessere ich mein Duell Level. Nicht immer losgefahren. Mach bitte mal halblang. Ja, ich bin auch fertig jetzt. Komm mal, das Öl von der Kürze ab. Ah, alles klar. Freie Fahrt voraus. Hinten alles frei. Alles klar zum Duell. Duell Express ist startklar. Ich werde mein Bestes geben. Ich hätte mal gesagt, Duell Express rollt. Alles klar. Muss wahrscheinlich vorkämpfen, wa? Der nächste einzige Stopp ist die ägyptische Ausstellung. Ob du mich wohl schlagen kannst? Na, ich denke doch, dass ich in der Lage dazu bin. Vor allem mit dem Deck. Es sollte doch möglich sein, dass wir das hinkriegen. Moment, ich musste mal eben mein Links auch mein Energy aufmachen, denn ich habe ja vor, einiges hier jetzt an Yu-Gi-Oh! Zu drehen. Also, es ist mir. Oh Gott. Jetzt wäre ich fast vom Stuhl gerutscht. Sorry, Leute. Das lief unplanmäßig. Ich hoffe mal, das funktioniert auch so, wie ich mir das vorstelle. Nebenbei auf dem anderen PC bin ich noch am Rendern. Herrlich lecker. Ich weiß noch, was so ungefähr. Bis zu einem bestimmten Punkt des Spiels weiß ich wirklich, wie es geht. Aber dann ist irgendwann auch bei mir vorbei. Jo. Flying Pinguin. Reicht leider nicht, um zu gewinnen, aber wir haben ja noch eine Runde Zeit. Ich meine, wir haben ja jetzt wirklich ein einigermaßen gutes Deck zusammengestellt. Aber für alle, die jetzt wissen wollen, warum habe ich denn schon so gute Karten, die gucken sich um du eins gestiegen, ich glaub's auch. Die gucken sich bitte den letzten Part an. Bist ja viel stärker, als du aussiehst. Dann wisst ihr Bescheid. Aber jetzt hole ich mir meinen ersten Sieg. Ja, hol du dir mal deinen ersten Sieg. Ich glaub's auch. Dieses Hin- und Hergeflackere, ne? Ich sag's nicht nochmal. So, ich aktiviere mal Berg. Und dadurch wird nämlich mein schöner geringer Drache deutlich verstärkt. Geringerer Drache. Er bekommt jetzt einen Feldpower-Bonus durch das Gebirge. Finde ich ganz gut. Die Ketten spielen wir mal und dann nehmen wir mal ein Mädchen. Bestie mit vier Köpfen oder irgendwie sowas heißt ja. Bin auch aber überlegen gewesen, ob ich nicht einfach einen Drachendeck zusammenstelle, denn Drachen sind hier auch ziemlich OP mit Berg. Aber ich habe eigentlich wohl nicht übel Lust. Also auf jeden Fall nicht übel Lust, Wasser wieder zu spielen. Aber je nachdem, was der Mut für uns macht, Karten verkauft, werden wir auch umschwenken. Da kommt der Vorteil wieder ins Bild. Dann ebenso. Und tschüss. Alles klar. Und wieder nur ein. Das ist schrecklich. Also, du musst dir mal vorstellen, dass das so normal abläuft, ey. Sofort verloren, dann hat der Schlag. Die Konkurrenz im nächsten Augenblick ist stärker. Darf ich denn jetzt? Oder muss ich dich besiegen? Du willst mich zum. Ja, na gut, kannst du noch einen Level schlagen? Ja, komm. Muss ich wirklich alle hier besiegen, ja. Und dieser Panic ist ja mit dabei, ne?
bin ich hier mal gespannt, was Panic hier so abliefert. Scheint der erste größere Boss zu sein, den wir dann hier besiegen müssen. Ich glaube, dieses Anti-Ragik, das aktiviert sich auch automatisch, wenn der Gegner Ragik aktiviert. Immer ganz praktisch. Wenn es die Gegner denn haben. Also diese Gegner hier dürfen noch kein Ragiki haben, wenn dann erst im ganz späten Spielverlauf. Der hat schon 900 Verteidigung. Bei einem normalen Anfangsdeck hätte ich den niemals besiegt. Das ist doch echt eine Farce. Aber ich hab's euch ja erklärt. 7 komplett. Ich habe ja da keine Maschine. Hat auch nur die Dinger, ey. Ein perfektes Nuller. Juhu! Interessant ist ja auch, du kannst ja deine Lebenspunkte hier nicht zwischendurch wieder aufladen. Kisaita hier, okay. Du hast mich besiegt und die nächste Wirkung wird nicht so einfach für dich. Kann ich eigentlich da die Treppen hoch? Nö. Jo. Hier ist gar nichts los. Panic. Du gehst gerade einen Schritt weiter. Nenn mich den Panic. Die Millenniumsgegenstände bekommst du nie. Er sieht so aus, als wären wir in einem Tunnel. Die Dunkelheit macht mich stark. Duellieren wir uns. Na klar, komm. Erzähl mir noch ein. Ja, das Feld ist dunkel. Okay, das ist ja wohl mal mega schlecht gemacht. Packen wir mal den rein. Und wir legen mal 7 komplett aufs Feld. Vielleicht blocken wir ihn ja damit. Oder so. Ja, es macht ihn stark. Das ist doch wieder, das ist doch gar kein Monster der Dunkelheit. Okay, pass auf, jetzt fahren wir Ultra-Strategie. Oh, perfekt. Jetzt holen wir nämlich den hier rein, die Sanduhr. Aktivieren sie. Alle Monster sind verstärkt und jetzt bist du hier ein Megawandler. Jetzt auch noch mal einer kommen. 2 Sitz. Und auch die Sandu hat schon 900, oder die angreift. Nein. Das hätte ich ihm jetzt zugetraut, wenn ich ehrlich bin. Jo, Panic, ne? Game over. So, von einem Panic, von so einem Boss, kriegen wir Kapazität um 1 hoch. 100 Domino kriegen wir und Succubus-Kämpferin. Wir treffen ein. Das ist unsere letzte Halt, ägyptische Ausstellung. Ich hätte es doll verloren, aber die Überlebensgegenstände bekommst du nie. Du solltest wissen, dass mein Papa viele seltene Karten besitzt. Habe ich dich noch? Na gut. Auch wenn ich gute Karten habe, werde ich natürlich sämtliche Duelle hier mitnehmen. Habe ich mir vorgenommen. Auf jeden Fall. Finde ich, ist das Mindeste, was man machen kann. Also finde ich zumindest. Und ich möchte diese Duelle auch auf jeden Fall mitnehmen. So. Ich muss natürlich immer gucken mit dem Geld, wenn das nicht hinkommt, aktiviere ich einfach, während wir hier aktiv arbeiten, da schneide ich das nicht extra, das lohnt sich nicht. Also dafür zu schneiden, das könnt ihr auch genauso gut sehen. Dann könnt ihr euch irgendwie auch kopieren, wenn ihr wollt. Versago. Ich weiß jetzt nicht, ob die Duellantenstufe um 1 steigt, weil wir schon auf Maximum sind. Aber wenn, dann wäre das echt traurig. Nobody knows. Der Wurmdrache, der war auch das erste Mal. Auftasche. Das reicht nicht, um zu gewinnen. Oh nein. Wir brauchen noch stärkere Monsterkarten. Ja, Buku. Mhm. Oh,
Ich habe mir übrigens überlegt, demnächst mal alte Games zu replayen. Ja, ich glaube, das 100 Mal noch Domino Toro Purun, das muss glaube ich auch mal sein. Ich sag mal, mein Papa, er soll mir seine Karten kaufen. Ja, komm. Ich bin nur in der ägyptischen Aufstellung. Jemand hat mir das wusste ich nicht. Ja, Duelle, das hätte ich nie gedacht. Und auf keinen Fall. Oh, du willst mich herausfordern? Papa, zeig ihm, dass du der Beste bist. Ja, mein Lieber, weise in seine Schranken. Ich hab gar nicht angenommen. Finde ich nicht gut, dass er einfach so drauf losgeht. Okay, der sagt, er hat seltene Karten. Entweder ist er jetzt wirklich OP, aber ist er nicht. Aber, ja, Cyberdose ist schon nicht schlecht. So, dann verleiten wir mal zum Angriff. Und dieses Prisma-Ding hätte ich im Leben nicht down gekriegt. Mit meinem alten Trick. Perfekt. Ah, okay. Das Schattensiegel. Jetzt hauen wir einfach mal drauf. Nur um ihn zu besiegen und dann auf die ägyptische Ausstellung zu kommen. Ich habe tatsächlich 7000, als dass du dich nicht heilst hier, ist so unfair, ne? Zu überlegen, du trittst gegen 3 Duellanten an und dann im Zug musst du gegen Panic mit den gleichen Lebenspunkten, die du vorher hast. Oder es gibt irgendeine Möglichkeit, die zu heilen, ich weiß es noch nicht. Aber das ist doch echt bescheuert. Ryukishi natürlich ein 1000 Angriff, klar läuft. Ich habe übrigens vorgenommen, ich glaube, ich habe es schon gesagt. Torpedo-Bringdienste fängt der Gegner einmal. Sie fügt dir unmittelbar so viele Lebenspunkte Schaden wie eine Attacke. Das ist gut geworden. 200 Domino und Beißschuhe. Na toll. Weißt du nicht, dass ich habe verloren? Ich muss wohl teure Sendelkarten kaufen. Ja, du bist ein Loser. Ich habe gewonnen. Na du. Ein Hühner rannte die Treppe hoch. Das ist mein Untergang, aber keine Artekarten mehr. Ich habe keine Artekarten mehr. Ach so. Panik. Das Schwein hat mich gejagt. Ciao, Panik. Jetzt schält sich erstmal da durch. Ein dunkler Hühner warf mich einfach um. Au, 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 au. Stürzte in die ägyptische Ausstellung. Nee, er stürzte hier hin. Die Macht des Ort Pharaon ruht hier. In der Hüter der Finsternis werden sie wahrscheinlich die Pharaonenmacht schenken. Ich muss es. Ich kann unmöglich verlieren, oder? Komm. Duelle müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Die gehören dazu. Warum lege ich die zu? Okay, das spielen wir auf Sicherheit. Okay, da hat die mindestens zweimal Fressgabon da oben. Was alle unter 1000 oder sowas umhauen würde. Das kannst du doch nicht tun. Du bist doch ein Schwein. Ich probiere mal was aus. Greift der mich jetzt an? Das kann doch nicht sein Ernst sein. Oh Mann, Leute. Auf der einen Seite ist dies so lächerlich, auf der anderen Seite macht er doch so viel Spaß, ne? Ah, den Metallwicht hätte ich auch gerne als Karte. 5-Sterne-Monster mit so einer Verteidigung. Boah, die ist schon immens. Also, bist du schon sagen, 2-8-Verteidigung, das haust du mit einem. Das haust du mittlerweile auch nicht mehr so um. Bis im aktuellen Game nicht. Dazu musst du nur ein Opfer bringen. Aber hier ist es nur um 500 gesteckt. War das schon mal um 1000? Ah ne, ich glaube, das war Forbidden Memories. Das war noch woanders. Ah, okay. Kapazität um 3. Oh, der Kaiserdrache. Nice. Kostet aber 2 Opfer. Ich habe verloren, aber wie?
Ja, dunkler Hühner vorbeigekommen, ja. Er ging die Treppe hinunter. Nein, ich duelliere mich nicht. Such den anderen. Du Trottel. Dann gehen wir mal da lang. Aha, was ist jetzt passiert? Wer ist das denn? Der Turbanträger? Hallo, wer bist du? Och, können wir nicht alle gleichzeitig die Treppe runtergehen? Du willst die Millenniumskette. Klar, gut, die Millenniumskette gehört dir. Es ist meine Pflicht, Millenniumsgegenstände zu schützen. Ich bin ein Millenniumswächter. Weiß in einem Duell, dass du würdig bist. Eines Millenniumsgegenstandes würdig. Aber nur, wenn du meine Herausforderung annimmst und gewinnst. Okay. Ein Millenniumswächter ist das. Und wir haben andere Mucke. Okay, der spielt schon scheinbar in einer ganz anderen Liga. Beeindruckend. Ich greife mal an und ich aktiviere auch zeitgleich Lichtschwerter. Weil ich keine Lust habe, dass der mein Seestern da umhaut. Und ich mach's jetzt so, ich rufe Sengeji. Die Gottheit. Die Gottheit haben ja, wie im letzten Spiel Heilige Karten, auch keine Schwäche. Die können also nicht instant weggehauen werden, außer natürlich durch Zauber- und Fangkarten. Sengenjin ist halt so einer. Der überlebt halt alles. Also, den kannst du halt nur. Ich hätte jetzt doch wohl gerne mal ein Monster. Was ich rufen kann. Ich meine, gut, Bankreis und Säurefallgrube sind schon gute Karten. Ah, da haben wir doch. Nein. Ach, X. Oh, da muss ich was opfern. Da habe ich aber nichts. Den opfer ich nicht für irgendwas anderes jetzt. Ich habe Zeit. Ich sehe da kein Monster mehr. Was hat er denn noch? Ich muss noch mal irgendwie sehen. Drei Karten hat er in der Hand. Guck dir das an. Ich kann nichts rufen. Aber Sengijin kann auch das so gewinnen. Helles Schloss. Aha. Ich wollte gerade sagen, du wirst mich aber trotzdem nicht umhauen, mein Freund. So, jetzt greifen wir einfach mal den Torpedo an, nur um ihn zu locken. Und dann haben wir das Duell gleich gewonnen. Die Sanduhr des Lebens. Oh, doch nicht. Er macht den Effekt der Sanduhr. Das ist doch kreuzdämlich. An, warum sollte ich den Effekt einsetzen? Von XZ-Kanonen, Panzer. Ja. Drei Kapazität, 400 Domino und Freskaboom. Du bist noch tollpatschig und ungeschickt. Aber ich erkenne auch einen schwachen Hoffnungsschimmer. Du hast dich bewährt, hier nimm das für dich. Das ist für dich. Die Millenniumskette, cool. Was ist das? Epische Filmsequenz. Da war der Chef im Hintergrund. Habt ihr ihn auch gesehen? Dieses Bild gerade. Du hattest es doch auch gesehen, oder? Jo. Die Welt wird von Rechef im Dunkeln zerstört. Ishizos Worte waren wahr. Und mein anderes Ich. Aber warum? Aber warum? Aber warum? Egal, wir müssen uns beeilen, sonst gibt es wohl Ärger. Los gehen wir sofort zurück zu Ishizu. Willst du uns noch was sagen? Wir haben die Millenniumsgegenstände insgeheim gehütet. Millenniumsgegenstände ziehen sich angeblich gegenseitig an.
Die Millenniumskette führt dich zum nächsten Gegenstand. Und zusammen mit den Millenniumsgegenständen wirst du den Millenniumswächtern gegenüberstehen. Du solltest unsere Herausforderung bewältigen. Panik ist besiegt.